Oberleitungsbusse fahren darf. Und ich sehe, die Temperatur im Bus fällt jetzt langsam wieder. Man, die Heizung noch ein bisschen stärker. So, das sollte reichen. Wartet, gleich geht's weiter, wenn wir hier um die Kurve gefahren sind. Ich muss aufpassen, dass wir nicht da an den parkenden Autos jetzt mit dem Bus hier irgendwie hängen bleiben. So, die Ampel ist eh rot. Können wir bremsen. Und jetzt geht's hier rechts lang weiter zur Haltestelle WEUSTD. Mal schauen, was es ist. Habe ich jetzt echt gar keinen blassen Schimmer von, was es sein könnte. WEUSTD. Ah, kommen wir wieder hier raus wahrscheinlich gleich. So. Warte mal. Wir müssen hier rechts rein. Oder nee, warte mal. Ach, WEU-Stadion ist das. Wir müssen geradeaus. Hohe Weide fährt hier rechts rein. Wir müssen aber geradeaus lang. So. Also erstmal hier rum. Habt ihr gerade gesehen, der Herr ist schon ein bisschen hier vorgelaufen. Hat uns schon gesehen. Aber wir kommen schon hier rumgefahren. So. So sind wir richtig. Schön hier rum. Also hier sind wir jetzt am WEU-Stadion. Was auch immer WEU... Was auch immer WEU die Abkürzung ist. So, da wären wir. Und öffnen gerade mal die vordersten Türen. Sehen die vorderste Tür, so. Guten Morgen, hallo. Hallo. Guten Tag. So, da kommt noch die Dame und danach kommt keiner mehr. Okay, dann kannst du weitergehen. Straße ist frei, wunderschön. Und weiter geht's zur Haltestelle Handweiser. So, und die Ampel ist rot. Halten wir gerade an. Und dürfen aber jetzt auch schon fahren. Wunderbar. Also einmal hier rum. Und jetzt erzähle ich euch auch weiter was über Oberleitungsbusse. Also, es gibt auch sogenannte Oberleitungsgelenkbusse. Und, also so Gelenkbusse als Oberleitungsbusse, also nicht nur die Solobusse als Oberleitungsbusse, sondern auch... Nein, bitte nicht! Omsi-Exe reagiert nicht mehr. Ja, Leute... Leider hat sich das Spiel wieder aufgehangen, dann werde ich wohl spenden, den letzten Stand der Karte laden und dann können wir dann gleich von der Stelle hier weiterfahren. So, jetzt kann es weitergehen, ich habe wieder den letzten Stand der Karte geladen, wir wurden hier zur Haltestelle WEU-Stadion gesetzt und wir öffnen gerade nochmal die Türen, weil ich glaube, da kommen noch ein paar Leute gelaufen und es kann jetzt auch sein, dass das Spiel in letzter Zeit ein bisschen, ich glaube es war jetzt schon... Die letzte Fahrt ist glaube ich leider auch abgestürzt oder so, ne? Aber es kann auch daran liegen, weil ich das Multi-Tethering oder wie man es ausspricht, aktiviert habe. Also ich glaube, dass das Spiel irgendwie von mehrere Prozessoren halt, mehrere Kerne halt verwendet. Und ich will es halt nicht deaktivieren, da das sonst wahrscheinlich nicht mehr allzu flüssig läuft. Und deswegen lasse ich das, die Funktion jetzt Multi-Tethering, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, keine Ahnung, aber weiterhin mal aktiviert. Weil wenn es abstürzt, ist eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich, weil man kann den letzten Stand der Karte laden und ist man wieder an der gleichen Position, wo man auch halt da war, als das Spiel abgestürzt ist, also ist gar nicht so schlimm. Und ja, ich lasse die Funktion aber weiterhin aktiviert, damit das Spiel halt möglichst flüssig läuft. Und da sind wir an der nächsten Haltestelle, der Haltestelle Handweiser. So, halten wir gerade an und öffnen die Tür für die Dame. So, kommen Sie rein. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Tageskarte, bitte. Fast passend gezahlt, wunderbar. Und der Fahrschein für Sie, bitteschön. Weiter geht's. Und ich erzähle euch jetzt auch weiter was, wie gesagt, über Oberleitungsbusse. Also es gibt nicht nur Oberleitungsbusse als Solobusse, sondern auch als Gelenkbusse. Und die haben den Stromabnehmer aus Gründen der Fahrdynamik auf dem Nachläufer montiert. Und es gibt auch Doppelgelenkbusse als Oberleitungsbusse. Die werden dann Doppelgelenkwagen genannt. Und... Also zumindest stand der Doppelgelenkwagen auf Wikipedia, beziehungsweise, ja, so zur Information auch noch, die ganzen Informationen hier zu Oberleitungsbussen, was ich euch hier alles auf der Fahrt hier über Oberleitungsbusse erzähle, habe ich noch übrigens alles von Wikipedia. Und hier sind wir an der Haltestelle Siedlerstraße. So, kommen Sie rein. Guten Morgen. Hallo. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke, jo. 30, 50 und 3 und die... Der Fahrschein, hallo, bitteschön. Ich hätte gern einen. So, ja, ja, ist doch alles gut. So, wir fahren raus. Die Ampel ist aber rot, brauchen wir uns gar nicht so zu beeilen. Und, ja, also,
Auf Wikipedia stand halt Doppelgelenkwagen, also damit waren die Doppelgelenkbusse gemeint. Und die haben auf dem letzten von den drei Fahrzeuggliedern haben die halt diesen Stromabnehmer montiert, auch wahrscheinlich wieder aus Gründen der Fahrdynamik, genauso wie die Oberleitungsgelenkbusse heißen die, glaube ich. Die haben halt auf dem Nachläufer, haben die halt den Stromabnehmer platziert. Und da wären wir an der nächsten Haltestelle. Der Haltestelle Elisabeth Hospital, so ist richtig ausgesprochen. So, der Herr kommt vorgelaufen und wenn er eingestiegen ist, geht es auch direkt weiter. Guten Tag. So, die Ampel ist noch grün, also schnell los. Einmal darüber, wir können mal gerade schauen, wo wir sind. So, Elisabeth Hospital ist auf der rechten Seite relativ weit oben. Die dritte Haltestelle auf der rechten Seite. Also es sind noch ein paar Haltestellen, die wir noch hier anfahren werden. Könnte eigentlich gut hinkommen, dass ich alles heute, was ich hier mir notiert habe, zu Oberleitungsbussen euch noch erzählen kann. Also jetzt machen wir weiter mit den Stromabnehmern bei den Oberleitungsbussen. Die Stromabnehmer bei den Oberleitungsbussen, die sind circa 6 Meter lang und haben, also von diesen beiden Stangen, die haben Abstand voneinander von, hier wartet keiner, das ist die Haltestelle Troske Straße, oder wie man es ausspricht, keine Ahnung. Wir haben auch keinen Haltewunsch, können wir auch weiterfahren. Geradeaus, oder? Ja. Und zwar jetzt zur Haltestelle Deisterplatz. Also, die Stromabnehmer von den Oberleitungsbussen sind 6 Meter lang. Und die beiden Rohre, sage ich jetzt mal dazu, die sind, in der Regel haben die einen Abstand voneinander von ungefähr 60 cm. Und im angehobenen Zustand steht der Stromabnehmer in einem Winkel von circa 30 Grad. Das ist abhängig von der jeweiligen Höhe von der Oberleitung und also von 30 Grad vom Dach stehen die so circa ungefähr immer ab. Und wir halten gerade hier an. Habe ich gerade weggeschaut und die Haltestelle verpasst? Nee, zum Glück nicht. So. Ist hier auch noch keine Markierung. Dauert anscheinend noch ein bisschen, bis wir da sind. So. Ampel wird grün. Wunderbar. Also wie gesagt, in einem Winkel von 30 Grad vom Fahrzeugdach stehen diese Stromabnehmer im angehobenen Zustand ab. Und ist halt natürlich auch nochmal abhängig dann von der jeweiligen Höhe der Oberleitung. Und beide Stangen sind mechanisch unabhängig voneinander. Das heißt, sie können also einzeln abgezogen oder angelegt werden. Bis jetzt verläuft die Fahrt auch eigentlich weiterhin ganz gut, obwohl ich hier immer ab und zu oder eigentlich, ich glaube, mehr hier auf meine Notizen schaue als hier auf den Bildschirm. So, halten wir an. Wir müssen ja nicht so genau da vorne anhalten. War ja keiner, der hier einsteigen möchte. So, die Fahrgäste sind ausgestiegen. Es kann weitergehen, wenn die rote Kontrollleuchte erloschen ist. Und zwar jetzt. Also dann Tür ist zu. Der LKW wartet noch. Wunderbar. Wow, wow, ja, ja. Nein, 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 wir nehmen sie schon mit zur nächsten Haltestelle. Wir haben jetzt gerade einen Unfall gebaut. Nö. Alles gut. So, weiter geht's jetzt zur Wenhausstraße, so. Also beide Stangen von dem vom Stromabnehmer, die sind mechanisch unabhängig, können also einzeln abgezogen oder auch an die Oberleitung einzeln angelegt werden. Und die Stromabnehmer, die stehen etwas über das Heck des Fahrzeuges hinaus und im gesenkten Zustand können die bis zu 1,20 Meter über das Fahrzeug hinausstehen. Jetzt hoffe ich mal, dass der Kollege da hinten nicht in uns reinfährt. Hältst du an? Wunderbar, vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen, der Herr. Und wir warten, dass die Ampel grün wird. So. Und ich kann euch weiter was erzählen. Also, gucken wir mal, wo waren wir? Also, im gesenkten Zustand können die bis zu 1,20 Meter von dem Ende des Fahrzeuges über das Fahrzeug hinaustragen. Und deshalb sind sie meistens in einer auffälligen Farbe lackiert oder mit einer weiß-rot schraffierten Warnmarkierung versehen. Und die Stangen bestehen aus Stahl, Aluminium, glasfaserverstärktem Kunststoff oder aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit einem
Aluminium-Innenrohr. Und die sind, die Stromabnehmer, die sind elastisch ausgeführt und weil, also um Fahrbahnunebenheiten kompensieren zu können. So, jetzt sind wir schon hier zwei DIN A4 Zettel mit Informationen durch. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Sollten wir noch gut hinkriegen hier mit dem Abarbeiten sozusagen auf den auf der Fahrt. Und jetzt ist mir nämlich gerade aufgefallen, da ich ja den letzten Stand der Karte geladen habe, waren die ganze Zeit gar keine Wegweiser eingeblendet. Wieso reagierst du nicht? Waren die ganze Zeit keine Wegweiser und Haltestellen. Oh, wir sind schon weiter. Ah, das war gerade die Lappen. Warte mal. Nein, oder? Doch, wir sind richtig. Puh. Wennhausstraße. Ah, wir sind schon viel weiter. Ich hatte nämlich die Wegweiser vergessen einzublenden und deswegen. Ja, waren auch die Haltestellenmarkierungen nicht da oben, ne? Weil ich ja letztens schon der Karte geladen habe. Da sind die ja dann aus. So. Türen machen wir auf, dass die Fahrgäste aussteigen können. So. Und dann geht es gleich weiter. Und dann hier auch mit dem letzten DIN A4 Zettel an Informationen über die Oberleitungsbusse. Ich bin ja froh, dass es hier, dass wir jetzt hier keine Haltestelle. Ich glaube, wir haben eigentlich keine überfahren, haben an die da gehalten. Und jetzt geht es als nächstes zum Heikendorfer Weg. Und wir haben auch. Ja, sind auch hier noch auf dem richtigen Weg, mussten also nirgendwo abbiegen oder so. Es hätte natürlich jetzt sein können, dass wir irgendwo hätten abbiegen müssen, aber da stand ja eben noch hier Haltestelle der Linie 2 in Richtung Grasweg, hatte noch alles gepasst. So, und wenn wir hier um die Kurve sind, kann ich euch weiter was erzählen. Jetzt muss ich aber gerade nochmal hier mich so konzentrieren, dass wir nicht irgendwo dagegen fahren. So, da vorne ist aber die nächste Haltestelle und danach geht es dann weiter. Also dann blinken wir schon mal. Kommt auch die Dame schon vorgelaufen. Der Herr wartet wahrscheinlich auf die Linie Nummer 3. So, und da öffnen wir die vordere Tür. So, steigen Sie ein. Hallo. Guten Tag, hallo, guten Morgen. Eigentlich ein Hallo reicht, glaube ich, oder? Ja, so, jetzt habe ich gerade Hallo, guten Tag, guten Morgen und was noch? Ich glaube, alles, was geht, also. Oder auf jeden Fall, es geht noch mehr, aber viele verschiedene Sachen gesagt. So, jetzt geht es zur Deichstraße. Die Ampel ist eh rot, lassen wir in Rollen kommen. Also, die Stromabnehmer sind drehbar ausgeführt. Dadurch können die Fahrzeuge auch nach rechts oder links mehrere Meter von der Oberleitung durch die Oberleitung bedingten, also nochmal, die Stromabnehmerköpfe, nicht die Stromabnehmer, sondern die Stromabnehmerköpfe, so habe ich es mir notiert. Die Stromabnehmerköpfe, die sind drehbar ausgeführt und dadurch können die Fahrzeuge nach rechts oder links mehrere Meter von der durch die Oberleitung bedingten Ideallinie, also Ideallinie ist ja, wenn die am besten immer direkt unter der Oberleitung fahren. Auch abweichen und maximale Abweichungen hängen natürlich zusammen mit der Länge der Stromabnehmer. Wenn die Stromabnehmer jetzt zum Beispiel 6,2 Meter lang sind, können die Oberleitungsbusse 4,5 Meter von der Ideallinie maximal abweichen. Und wenn die Stromabnehmer 5,5 Meter lang sind, können die Oberleitungsbusse maximal 4 Meter abweichen. Und wir fahren jetzt hier rechts lang weiter und ich hoffen mal, dass ich hier richtig umgestellt habe. Ich hatte, glaube ich, noch nicht umgestellt zur nächsten Haltestelle. Jetzt sind wir jetzt hier am Deichturm. Ah, ne, ich hätte noch gar nicht umschalten müssen. Na gut, hier wartet keiner. Wir sind auch richtig gut in der Zeit. 2 Minuten Verspätung. So gut wie keine Verspätung eigentlich. 60 km/h sind hier erlaubt. Da können wir richtig mal aufs Gas treten jetzt. So, und jetzt geht es zur Haltestelle Deichturm. Und diese Werte, die ich euch eben da gesagt habe, mit dem, wie viel die maximal bei welcher Länge von Stromabnehmern abweichen dürfen, die gelten natürlich nur für gerade Strecken. In Kurven sind die Abweichungen, die maximalen Abweichungen natürlich geringer. So, und da wären wir an der Haltestelle Deichturm und der da links wird es wahrscheinlich sein, der Deichturm. Also, beziehungsweise der einzige Turm, den ich jetzt gerade hier mal so gesehen habe. So, die Verspätung geht auch langsam runter, also es könnte schon gut sein, dass wir... Hallo. Guten Tag, hallo. Mit der Verspätung von maximal 1 Minute dann an der Endhaltestelle ankommen. Mal schauen. Jetzt geht's zum Jantaweg. Wir schauen mal, wo sind wir. Du hast nur noch so 4, 5 Haltestellen. Ja, und das passt ja wunderbar mit den Notizen hier. Wir sind auch fast durch. Und dann, ja, hat es ja super geklappt. Also, es gilt zudem, je weiter der Oberleitungsbus von der Ideallinie wegfährt, desto langsamer muss er fahren, damit die Stange auch an der Leitung bleibt und nicht abfällt. Und hier sind wir schon an der nächsten Haltestelle, dem Jantaweg. So, oh, ist ein bisschen viel Bordstein gerade. Naja.
Halb so wild, halb so wild. So, kommen Sie rein, die Dame. Guten Morgen. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte, kein Problem. 30 und 7. Nee. Was mache ich denn da? Nochmal. Das 30 hätte ich lassen können. Ah, 4. So, jetzt. Linker, links. Okay, es geht weiter. Jetzt zur Rixstraße. Ja, also je weiter der Oberleitungsbus von der Ideallinie wegfährt, desto langsamer muss er fahren, damit die Stange halt auch an der Leitung bleibt. Und die Höchstgeschwindigkeit der heutigen Oberleitungsbusse, die ist in der... Oh, hier links lang. So, erstmal um die Kurve. Also die Höchstgeschwindigkeit der heutigen Oberleitungsbusse ist in der Regel eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von ca. 60 bis 70 km/h. Und ich habe gerade nicht aufgepasst, ob wir hier abbiegen müssen. Ja, müssen wir. So, oh, bin schon ein bisschen spät dran. Eieiei, da kommt zum Glück keiner raus. Erste Stunde Fahrschule, oh, ist ja nichts dagegen. Habe ich gerade das Schild mitgenommen? Nee. Aber halt ein bisschen weit rüber gefahren. Oh, wir sind hier in der Rixstraße. Ich hätte gar nicht umschalten müssen. Naja, egal. Halt schon mal zur nächsten Haltestelle umgeschaltet. So. Und guten Morgen, hallo. Wie können wir Ihnen behilflich sein? Eine Tageskarte, 30 und 4, so. Diesmal ist richtig. Und der Fahrschein, bitteschön. Also, und Oberleitungsbusse haben auch meist eine bessere Beschleunigung im Vergleich jetzt zu Dieselbussen. Und weltweit verkehren derzeit 40.000 Oberleitungsbusse. Und in Deutschland gibt es 3 O-Bus-Betriebe. Und welche das sind, erzähle ich euch gleich, wenn wir hier abgebogen sind. So, rechts sieht es frei aus, links auch. Fahren wir rum, 30 km/h sind erlaubt. Und jetzt geht es zur Bantebrücke. Also, dann es gibt einmal einen mittelgroßen Oberleitungsbusbetrieb in Solingen. Der hat 50 Fahrzeuge und bedient mit den Oberleitungsbussen 6 Linien. Dann einen kleineren in Eberswalde mit 12 Fahrzeugen und 2 Linien, die von Oberleitungsbussen gefahren werden. Und noch einen kleinen in Esslingen am Neckar. Der Betrieb besitzt 9 Oberleitungsbusse und bedient damit 2 Linien. Und so viel war's. Das waren alle Informationen über Oberleitungsbusse, die ich euch erzählen wollte. Und ja, ich hoffe, ihr habt das alles so ganz gut verstanden. Ich hoffe, ich habe das hier ganz gut euch erklären können. Und wie gesagt, die Informationen nochmal so, zu Informationen habe ich alle von Wikipedia. Da sind viel, viel längere Artikel, also gibt es viel mehr Informationen. Also ich habe jetzt hier so ein paar wichtige und interessante Punkte halt jetzt mal rausgesucht. Da gibt es natürlich noch viel mehr Informationen. Also falls ihr nochmal mehr über Oberleitungsbusse erfahren wollt, könnt ihr mal bei Wikipedia Oberleitungsbusse eingeben. Da findet ihr eine richtig, richtig lange Seite mit richtig viel Informationen. Also da könnt ihr nochmal schauen, falls ihr noch ein paar mehr Informationen über Oberleitungsbusse bekommen wollt. Genau, und jetzt geht's zur Haltestelle Nordstrand. Die liegt hier vorne. Blinken wir schon mal. Haben wir einen Haltewunsch? Ja, wir haben einen Haltewunsch. Okay, da müssen wir auch anhalten. Sonst hätte ich jetzt gesagt, können wir weiterfahren, aber wir haben ja einen Haltewunsch. Und die Verspätung ist auf 1,3 Minuten gesunken. So, und hier geht's links lang. Und jetzt geht's auch gleich. Ja, die nächste Haltestelle ist die Endhaltestelle schon. Sind wir ja gleich dann schon da. Wahrscheinlich, wenn man von der Endhaltestelle losfährt, kommt man dann hier auf der anderen Seite an der Haltestelle Nordstrand an. So, ist überhaupt noch jemand im Bus? Ja, da warten noch ein paar Leute, sitzen noch ein paar Leute ganz hinten. So. Ah, was denn jetzt? Ist doch alles gut, alles gut. Ich bin zum Glück nirgendwo hängen geblieben. Ich dachte gerade, ich wäre am 30er-Schild hängen geblieben. Aber ist doch super verlaufen. So, und da wären wir. Endhaltestelle, Grasweg. So. Einmal anhalten. Und mit einer echt super Verspätung. Also 0 Minuten ist natürlich noch am besten, aber 1,6 Minuten kann man sich kein bisschen drüber beschweren. Super Fahrt war es. Hat wirklich wieder mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, die Fahrt hat euch wieder viel Spaß gemacht. Und dann, ja, war es auch schon wieder von diesem Teil von Let's Play OMSI 2. Nächstes Mal werden wir dann wieder in Gladbeck unterwegs sein. Wie gesagt, immer abwechselnd Gladbeck, Wankendorf und so weiter. Und da werden wir dann da noch ein paar Linien fahren. Und dann, ja, war es das wieder von diesem Teil von Let's Play OMSI 2. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer LineGamer1. Ciao.